Beginnen wir einfach mal an dem 9. Oktober. Das war für mich der dritte Montag, an dem ich mit auf dem Ring war. Vorausgegangen waren zwei Montage und der entscheidende war für mich, das muss der 25. September gewesen sein, wo ich aus Neugier auf die Nikolaikirchhof bin und das Friedensgebet war im Gange, die Kirche war voll, man kam eigentlich auch nicht rein in die Kirche und schon auf dem Nikolaikirchhof waren, dieser Nikolaikirchhof war voll Menschen. Ja. Eine ganz merkwürdige Melange an diesem Tag, also eine ganz spannende Erwartung lag in der Luft, eine Mischung auch aus Hundegebell von den Bereitschaftspolizisten, die in den Seitenstraßen waren. Dann war das Friedensgebet zu Ende. Die Menschen kamen aus der Kirche. Die Menschenmenge auf dem Nikolaikirchhof verdichtete sich weiter. Es gab eine kleine Gruppe, die an der Nikolaikirche stand und rief, wir wollen raus. Wir wollen raus. Das war aber diese kleine Gruppe, die war jetzt relativ lokal auch an der Kirche positioniert. Das Interessante, was dann passierte mit allen, die auf diesem Nikolaikirchhof standen, war, dass man sich in die Augen sah. Nach links, nach rechts, man wusste ja nicht, ob derjenige oder diejenige neben einem Stasi war. Und in dem Moment, es gab dann einen ganz magischen Moment, wo plötzlich bei allen innerlich der Faktor Angst wegfiel. Und in dem Moment bewegte sich auch die ganze Menschenmenge nach, ja, in Richtung Karl-Marx-Platz. Grimmersche Straße, Karl-Marx-Platz. Alle ungläubig, auch den anderen anschauend, was passiert eigentlich jetzt hier? Also wir haben das kaum selber begriffen, dass wir plötzlich alle keine Angst mehr hatten und losliefen. Es kam eine Aktion, also man hatte keine Angst mehr. Das war damals auch noch absoluter Berufsverkehr. Also die Straßenbahn hielten an, der Zug bewegte sich dann den Georgiring runter, über den Bahnhofsvorplatz bis zu dem sogenannten Blauen Wunder. Das war diese Fußgängerbrücke. Dort drehte dieser Zug um und endete dann vor dem Hauptbahnhof. Das war, glaube ich, für mich jetzt das persönlich wichtigste Momentum. Dieses Momentum, als auf dem Nikolaikirchhof die Angst von uns abfiel. Die Angst als Herrschaftsprinzip. Die Angst, mit der dieser, ich sage bewusst, Unrechtsstaat DDR existieren konnte. Und in dem Moment, wo die Menschen die Angst verloren haben, in großer Menge auch verloren haben und auch sich darin bestätigt fühlten und dieses den Atem der Freiheit einsogen, war mir irgendwo auch klar, das war das Anfang vom Ende. Es war wichtig, dass dann an dem nächsten Montag noch mehr Menschen drauf waren, auf dem Ring. Das wurde dann auch schon, man bemerkte auf dem Ring eben auch eine Eskalation, also dass der Staat auch gegenhalten wollte. Es gab mehrere Polizeisperren, da waren Kampftruppen, die auch Sperren aufgebildet hatten. Das dauerte auch, bis diese Sperren überwunden wurden. Es gab ja eine ganz schöne Anekdote, als der Demonstrationszug am sogenannten Blauen Wunder angekommen war, an der sogenannten Blechbüchse, dem Konsumentenwarenhaus, waren auch da Polizeiketten, die den Weg der Demonstranten halt verhindern wollten, aufhalten wollten. Und aus Richtung Gohlis kam die Straßenbahnlinie 24, fuhr auf eine dieser Polizeiketten zu. Die öffnete sich, gab den Weg für die Straßenbahn frei. Der Straßenbahnfahrer hielt aber gleich an, öffnete die Türen und durch die geöffneten Türen gingen im Prinzip die Demonstranten durch die Straßenbahn hinter die damalige Polizeikette, die sich damit ja aufgelöst hatte quasi und so weiter und so fort. Das endete dann im Thomaskirchhof mit brutalen Szenen, wo dann die Polizei zugegriffen hat, Leute abtransportiert hat. Da musste man sehr aufpassen. Und schließlich war der 9. Oktober
der Tag, der sich so andeutete, dass es an diesem Tag wirklich eine Entscheidung geben wird. So oder so. Ich war damals in der Studentengemeinde, der katholischen Studentengemeinde aktiv, hatte mich auch verabredet mit zwei Kommilitonen an der Thomaskirche. Wir wussten auch von kirchlicher Seite, auch von den Krankenhäusern, dass Notdienste eingerichtet wurden, dass Blutkonserven beschafft wurden. Also es deutete vieles darauf hin, dass es an diesem Montag auch Gewalt geben könnte. Wir haben uns verabredet an der Thomaskirche, weil an dem Montag sollte auch dort Friedensgebet sein. Die war schon völlig überfüllt. Kein Hineinkommen. Also sind wir zum Nordplatz, zur Michaeliskirche und auf dem Weg eben auch dann an der Blechbüchse. Folgende Beobachtung, auch auf dem Bordstein lagen drei sorgfältig hinpostierte Steine, Pflastersteine. Ja, ich habe sie so gedeutet, dass sie im Prinzip als Eskalationsstufe, mögliche Eskalationsstufe, dahingelegt wurden, sicher von der Stasi. Wir sind dann in der Michaeliskirche tatsächlich hineingekommen zum Friedensgebet. Dort wurde dieser Aufruf der Sieben, glaube ich, mit Masur und Berndl Slange vorgelesen auch. Und als wir dann zurück sind nach dem Friedensgebet in Richtung Innenstadt, habe ich dann auch am Bahnhofsvorplatz diesen Aufruf auch über den Stadtfunk gehört. Meine Erinnerung ist dann noch die, dass ich den Georgi-Ring gesehen habe und das ist der Ring vom Augustusplatz hinunter zum Bahnhof und Mann für Mann, Schild an Schild, links und rechts Sicherheitskräfte waren und in einem Moment löste sich das völlig aus. Und in dem Moment waren dann auch offenbar die Sicherheitskräfte angewiesen worden, sich zurückzuziehen. Es ist dann Gott sei Dank alles friedlich geblieben. Für mich eines der großen Wunder dieser ganzen Montage. Es war ganz wichtig, sehr wichtig, dass so viele Menschen an diesem 9. Oktober in Leipzig waren. Die ganze Innenstadt war voller Menschen. Es wäre unvorstellbar gewesen, wenn da Gewalt angewendet worden wäre. Und das ist, denke ich, ein Momentum, wo der Sicherheitsapparat, die Machthaber, die Stasi vor der letzten Konsequenz wahrscheinlich doch zurückgeschreckt hat und nicht sich getraut hat, es wäre ein Blutbad geworden, einzugreifen. Und es war im Nachhinein, denke ich, auch immer wichtig, dass dieser Druck, auch wenn dann das Momentum der Angst, oder es war irgendwo der entscheidende Montag, der Montag darauf hatte einen ganz anderen Charakter. Wie dann die darauffolgenden Montage auch, wo dann zwei Montage danach, glaube ich, der ganze Ring, da waren 200.000 Menschen. So viele Menschen hatte ich noch nicht erlebt. Also da war der komplette Ring voll Menschen. Das war sehr wichtig, dass dieser Druck der Straße permanent sich perpetuierte. Um jeden Versuch, und es gab natürlich genug Versuche auch seitens der SED, diese Geschichte wieder in irgendwelche Bahnen zu kanalisieren, dass das dadurch eben auch nicht möglich war.